Hi YouTube, was geht ab? Hier ist euer Novi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Schön, dass ihr wieder bei mir seid, meine Freunde. Ja, meine Freunde, wir zocken heute oder ich zeige euch heute das versprochene Tutorial, wie man doppelt puncht. Was benötigt ihr? Ich sag's lieber gleich. Und zwar, ihr müsst zwei Türen öffnen. Ihr werdet gleich sehen, wo die sind. Die kennt ihr definitiv alle, wenn ihr schon mal auf der Map gespielt habt. Die erste Tür befindet sich auf dem ersten Dach, wo man hochgehen kann. Wenn man aus der U-Bahn kommt, aus der ersten, die zweite Tür ist am Dojo neben dem Stripclub. Und ich würde sagen, wir fangen das Video jetzt an. So, ihr kommt in den Projektorraum rein. Linke Seite ist ein Schalter, den müsst ihr betätigen. Ihr habt insgesamt 30 Sekunden Zeit. Ich habe jetzt nur noch knapp 10 Sekunden Zeit, weil ich so lange gewartet habe. Dann geht man raus, ab durch die Tür hier. Und rechts, wenn man rauskommt, hier, sind sogenannte Sicherungen. Ich habe irgendwas gehört, es sollen Alien-Sicherungen sein, keine Ahnung. Ich sage mal einfach mal Sicherungen dazu zu dem Teil. So. Ihr müsst euch jetzt keine Sorge wegen der Zeit machen, ist alles easy, alles in Ordnung. Jetzt marschiert ihr wirklich ganz gemütlich wieder zurück. Okay, ich bin halt total am Rennen. Und müsst in die zweite U-Bahn. Warum in die zweite U-Bahn? Ganz einfach. Die Leute, die das schon gespielt haben, die wissen, man kann unten den vierten Schalter, den Stromschalter aktivieren. Und damit, wenn man den Strom hier unten anschaltet, werden auch die Gleise aktiviert. Sprich, dann gehen hier die Klappen auf, Strom geht an. Und Zug kommt. Ihr habt es vielleicht eben gerade gesehen, ich habe per Viereck habe ich drauf gedrückt und dann habe ich die Sicherungen da abgelegt, wo der Strom ist. Jetzt müssen wir im Moment warten, bis ein Zug durchrollt und somit oder durchfährt und dann somit die Sicherung auflädt. So, Ampel wird grün, nicht drüber springen, wenn Ampel grün ist, weil das ist sehr, sehr gefährlich. Ich habe es einmal ganz knapp gepackt und einmal bin ich voll drauf gegangen. So, runter, Viereck gedrückt halten und schon habt ihr wieder die Sicherungen, wieder eingesteckt und dann geht es wieder raus aus der U-Bahn, ab hoch in den Stripclub, in den Projektorraum. So, dann wieder ab durchs Portal und einfach an den Packard Punch Automaten, also sprich an den Filmprojektor, und die Sicherungen einlegen. Das macht er alles automatisch, Tür geht zu, fertig, finito. So, natürlich habe ich nicht genug Geld, um jetzt doppelt zu punchen, aber ist kein Thema. Dafür gibt es ja den berühmten Schnitt, ja, den berühmten Schnitt, der kommt auch gleich. Und dann werdet ihr mal sehen, wie ich ungefähr farme bei dem Spiel. Hier haben wir den Schnitt. So, ich laufe einfach nur draußen im Kreis rum. Ich habe die Reaper mit dabei. Die Reaper ist so eine geile MP-Sturmgewehr. Habe mir das Ding natürlich perfekt getunt. So, jetzt habe ich genug Asche, um halt die, Reaper doppelt zu punchen. Ha, hey, hier kommt ein kurzer Stopp. Oben läuft eine Zeit ab 30 Sekunden. Nur mal so als Tipp. Mir ist es einmal passiert, und ich achte seitdem immer drauf, reinkommt und puncht, immer mal auf die Uhr schauen. Glaubt mir, es ist definitiv immer besser. Gerade wenn man doppelt punchen will, oder sprich zwei Waffen punchen will. Wir haben, wie gesagt, nur 30 Sekunden Zeit. Ich finde es ein bisschen doof, dass es halt, ich meine, klar, es muss zeitbegrenzt sein, sonst könnten die Leute sich durchgehen, während des Spiels da drin aufhalten. So, jetzt haben wir einmal doppelt gepuncht und jetzt geht's wieder raus. Ich gucke mal auf die Uhr, 7 Sekunden habe ich noch. So, wenn die Zeit abgelaufen ist, fliegt ihr automatisch raus. Wenn ihr die Waffe im Automaten noch drin haben solltet und die Klappe geht in dem Moment auf und ihr könnt es mitnehmen, habt ihr wortwörtlich gelitten. Hier war nochmal kurzer Schnitt und ich punche meine Striker. Meine Pumpgun. Ich sag nur eins, diese Pumpe, die ist der Hammer in dem Spiel. Warum? Weil sie wortwörtlich aufräumt wie die Sau. Würde ich euch auch irgendwann mal zeigen. Ich würde euch definitiv dieses Waffenset sehr nahelegen. Die Reaper und die Pumpgun, also die Striker. Warum die Reaper? Ganz einfach, weil hier draußen auf diesem Stock, das ist ein Taxi da drüben in der Ecke, auf dem Kofferraumdeckel könnt ihr immer wieder Munition nachkaufen. Ah, neben dem Taxi, der weiße PKW ist es, glaube ich, genau. Da findet ihr die Striker. So, meine Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Abonnement hier. Also ein Abo und ich bin dann raus. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für alle Leute, die mir einen Daumen hoch geben. Bis dann, euer Novi. Tschüss.